Ja, willkommen bei World of Tanks, liebe Leute. Und zwar kein reguläres Replay, sondern eigentlich eher so eine kleine Ankündigung. Und zwar hat der liebe Jagdgeschwader mir vorhin einen Link geschickt von Grummel. Der hat jetzt endlich mal eine Art Liste für verbotene Mods herausgefunden. Und darin besteht eigentlich wirklich so ziemlich alles, was Otto Normalverbraucher, die Mods nutzen, nutzen. Würde ich mal sagen. Es geht nämlich wieder rum, ja, ich bin ja selber auf YouTube mal ein bisschen unterwegs und gucken, ne? Ich bin ja, gucke ja auch gerne mal Grummel und habe gefunden, Grummel hat schon wieder keinen Replay diese Woche hochgeladen. Warum denn das nicht, ne? Geguckt und ja, da wird dann spezifisch von ihm darauf hingewiesen, dass er schon wieder einen Replay bekommen hat mit Auto-Aim-Mod drauf, ne? Was ich sowieso eine Schweinerei finde, wenn Spieler das benutzen. Und hat dann mal wirklich geguckt und getan und gemacht und sich wirklich drum gekümmert, auch sehr viel mit Wargaming rumgeschrieben. Und hat dann halt auf deren Regelseite etwas gefunden und denke mal, das Einfachste ist, wir stellen einfach den Link nachher hier rein, ne? Oder? Genau, also ich werde den Link zu dem Video von Grummel werde ich in die Videobeschreibung packen, auf jeden Fall. Ja, das Wichtigste vorweg, was glaube ich so ziemlich jeden treffen wird, war ich auch sehr, sehr erstaunt drüber, das ist dieses Auto-Aim. So, jeder weiß jetzt eigentlich dieses Auto-Aim, was von alleine vorzielt. Ne? Dieses, wie heißt das, Advanced Auto-Aim? Keine Ahnung. Auf jeden Fall dieses, Advanced Auto-Aim ist das, wo du durch den Berg schon zielst. Das andere, keine Ahnung. Also das ist im Grunde ja das, was alle benutzen. Also die Mods nutzen, so kenne ich das. Ich habe das ja auch die ganze Zeit benutzt. So, das heißt, du kannst halt durch ein Haus durch, kannst du den Gegner schon mit einem Rechtsklick anvisieren, Auto-Aim. Geile Sache. Ist eine richtig geile Sache. So, ist jetzt offiziell, ist jetzt mal hinstellt, es ist verboten. Es heißt, ganz ausdrücklich, alle Änderungen am Auto-Aim sind verboten. Das heißt, das Vorzielen oder das durch ein Haus durch den Gegner anvisieren ist verboten. Egal welchen Mod ihr drauf haben, sobald er irgendetwas mit Auto-Aim zu tun hat und ihr das aktiviert habt, ist es verboten. Richtig. Ganz einfach. Ich meine, bis heute ist es ja immer noch unklar, ne? Wargaming kann einen nur da zurückverfolgen, dass du verbotene Mods benutzt, indem du selber so blöd bist und YouTube-Videos hochlädst. Halt, Noel. Richtig. Ja, das ist das Problem. Wie sieht denn das denn jetzt aus, wenn ich Replays von anderen hochlade, wo man sieht, dass die diese Mods benutzen? Dann bin, wenn es richtig scheiße läuft, bin ich dann letztendlich irgendwie schuld, dass der die Buhmann dann irgendwie gesperrt werden. Ja, bist du der Buhmann im Prinzip. So, ja. Und das möchte ich... Richtig, das möchte ich eigentlich wirklich weitestgehend vermeiden. Das heißt, wie man jetzt im Hintergrund sieht, das ist meine Garage. Ich habe die ganze Zeit den OMC-Mod drauf gehabt. Mit diesem Auto-Aim durch Häuser durch. Ich habe den Damage-Panel. Da steht ja auch die Reload-Zeit. Ist auch verboten. Nicht der Damage-Panel, aber die Reload-Zeit. Die kann man aus dem Damage-Panel allerdings nicht rauskriegen. Scheiße. Raus. Das heißt, verboten. Solltet ihr also irgendwie streamen. Ich habe ja zum Beispiel mitgekriegt, Panzerbumser beispielsweise. Der streamt ja zwischenzeitig. So, ich weiß nicht, welche Mods der benutzt. Panzerbumser, denk dran, verboten. Reite dich nicht in die Scheiße rein, das ist echt wichtig. Panzerbumser ist an sich verboten, wie der spielt. Genau, genau. Schweinerei. Ja. Nein, aber mal Butter bei die Fische. Also ganz ehrlich, ich habe gesagt, ich gehe mit gutem Beispiel voran. Ich habe den Mod direkt deinstalliert. Ich spiele jetzt Vanilla. Wird meine Spielweise mit Sicherheit ein kleines bisschen verschlechtern. Das steht völlig außer Frage, weil man hat ja schon seine Freiheiten damit. Aber das ist mir einfach lieber. Ne? Und ich habe die Hoffnung, wenn ich halt mit gutem Beispiel vorangehe, dass da vielleicht der eine oder andere sagt, so, uff, ja, komm, ne, dann mache ich das auch mal. Guckt euch das Video von Grummel an. Bitte ich vertrete die Seite des Bösen. Ja, der liebe Jagdgeschwader ist die Sith. Er gehört zur dunklen Seite. Nein. Ich werde da auf jeden Fall auch was dran ändern. Das wird nicht das Ding sein. Ja, natürlich. Also, soweit ich das mitgekriegt habe, du möchtest da ja rausgucken, dass du es so einstellen kannst, dass da nur legale Sachen drin sind. Ja, ich werde da ein bisschen rumexperimentieren und mal gucken. Richtig. Also, ich werde definitiv jetzt Vanilla spielen. Ich finde es jetzt wieder ungewohnt. Ich vermisse so ein bisschen meine Mädels hier. Jetzt habe ich nur noch diese Männerköpfe. Ist irgendwie so schade. Ja, und halt... ja, es wird natürlich eine Umstellung sein, natürlich. Jeder Mod-User weiß es. Vanilla ist dann schon wieder was ganz anderes. Aber seien wir mal ehrlich, für meine Verhältnisse sicher ist sicher. Und ich möchte natürlich, dass ihr auch euren Account behalten müsst und nicht irgendwie gesperrt werdet für ein paar Tage oder eine Woche oder ganz. Ne? Ist ja jetzt letztens bei RioCut passiert. RioCut, ja. Das muss nicht sein. Ne? Also eine Woche Sperre, weil er im Damage-Panel die Reload-Zeit des Panzers angezeigt bekommen hat, gegen den er gegenüberstand. Ja. Ne? Wegen
so einem kleinen Scheiß eigentlich. Richtig, ne? Schon was du nicht mal beeinflussen kannst. Das ist das Ding, das ist das Wichtige. Du kannst es nicht mal einstellen, dass diese Anzeige rausgenommen wird aus dem Damage Panel. Ja. Und das ist halt die große Scheiße, sag ich mal. Und von daher haben wir gesagt, ich habe das Video gerade vor einer Viertelstunde habe ich das gesehen und habe gesagt, komm, es sind nicht viele Leute auf meinem Kanal unterwegs, aber vielleicht sind da doch ein, zwei, die das von Grummel nicht gesehen haben. Und deswegen, ich finde das wirklich wichtig, dass die das sehen, dass die eine grobe Ahnung haben, was verboten ist. Ja, sowas in der Art sofort immer teilen, sowieso. Richtig. Ne, also da ist es jetzt irrelevant, ob das jetzt ein anderer YouTuber ist, der Videos hochlädt. Meine Güte, das interessiert mich nicht. Da geht es mir jetzt wirklich um die Spieler und das ist wichtiger als alles andere. Ich meine, viele Spieler stecken enorm viel Geld in den Account rein. Ist bei mir gerade ganz besonders so. Ich habe halt auch schon ein bisschen was reingesteckt und möchte natürlich dann nicht, dass der gesperrt wird. Und von daher, ja. Gut, ich würde sagen, damit beende ich das Video jetzt. Ich, wie gesagt, den Link von dem Video haue ich euch unten in die Beschreibung rein. Lasst euch nicht erwischen, macht keine blöden Sachen und dann noch weiterhin viel Spaß beim Fahren.